Hallo zusammen, heute mal aus meiner eigenen Küche. Da handgebrühter Kaffee seit 1908 nie wirklich aus dem Trend gekommen ist und aktuell wieder sehr gefragt ist, möchte ich euch zeigen, wie ihr in nur wenigen Schritten das Beste aus dem Kaffee herausholen könnt, nämlich bis zu 800 einzigartige Aromen. Hier also die 5 Schritte zum perfekten Kaffeeglück. Erstens, der richtige Mahlgrad. Das beste Aroma erhält man mit frisch gemahlenen Kaffeebohnen. Bei Filterkaffee sollte der Mahlgrad mittelfein bis grob sein. Ich verwende dafür die elektrische Kaffeemühle Molino von Melitta. Zweitens, die Vorbereitung. Melitta Filtertüte an der Doppelnaht falten, einmal unten und einmal an der Seite. Und dann in den Porzellanfilter einlegen. Den frisch gemahlenen Kaffee in den Filter füllen. Und gleichmäßig verteilen. Parallel dazu kann man schon mal das Wasser aufkochen lassen. Die perfekte Brühtemperatur liegt übrigens bei 96 Grad Celsius. Solltet ihr keinen Temperaturregler am Wasserkocher haben, einfach das Wasser nach dem Aufkochen ca. 2 Minuten abkühlen lassen. Drittens, das Anbrühen. Für einen perfekt handgebrühten Kaffee sollte man zunächst das Kaffeepulver mit einer kleinen Menge Wasser vollständig anfeuchten. Der vierte Schritt nennt sich Blooming. Durch den ersten Kontakt mit dem Wasser quillt das Kaffeepulver auf und das Kaffeebett hebt sich leicht an. Dieser Vorgang dauert ca. 10 bis 30 Sekunden und ist wichtig für die volle Entfaltung des Aromas. Die Experten nennen das Blooming. Last but not least das Brühen. Das restliche Wasser in langsamen, kreisförmigen Bewegungen nachgießen. Und immer darauf achten, dass ihr im Bereich des Kaffeebettes bleibt und nicht auf den Filtertütenrand. Und bitteschön, die perfekte Tasse Kaffee. Ach ja, das sind übrigens die Modelmaße für 2 große Becher Kaffee. 36, 600, 96. 36 Gramm frisch gemahlener Kaffee, 600 Milliliter Wasser auf ca. 96 Grad erhitzt. Eigentlich die Genussformel seit 1908, als Melitta Benz das Filtrieren mit Filterpapier erfand. Und das vor mehr als 100 Jahren. Den Porzellanfilter gibt es im Melitta Online-Shop, genau wie den Melitta Molino. Klickt euch mal rein auf melitta.de. Bis bald, eure Stefanie vom Melitta-Team.